Danke EA, dass ihr mich für das Preview-Event im Namen des Creator-Programms eingeladen habt. Matchmaking failed. Das geht gut los, EA. Ja, wie ihr seht, bin ich als Teil des Creator-Programms von EA hier eingeladen worden, mir die neue Season vorab anzugucken, aufzunehmen, mir schon mal ein Bild zu machen. An die ganzen Verschwörungstheoretiker da draußen, selbstverständlich ist dieses Event an nichts gebunden, außer ein ganz normales NDA-Embargo. Das heißt, ich darf es nicht vor einem bestimmten Datum hochladen. Es gibt hier keine Vorgaben, wie ich das zu finden habe. Sämtliche Meinungen, sämtliche Eindrücke, die ich jetzt heute bekomme, sind komplett meine eigenen. Das dürfte eigentlich selbstverständlich sein. Aber ja, bei vielen ist es das offensichtlich leider nicht. Dementsprechend erwähne ich es extra nochmal. Langsam aber sicher scheint das Spiel ja sich ein bisschen vernünftig zurechtzuformen. Ich bin gespannt, was jetzt schon hier alles drin ist. Ob da alles drin ist, was sie uns schon gezeigt haben. Ich glaube, ich breche das nochmal komplett ab hier. Aber ja, ey, erster Eindruck kann man sich immer mal geben. So, das ist die neue Map. Die nennt sich Spearhead. Ist in Schweden. Erstmal vernünftiges Visier rauf. Und dann kann man hier... Okay, das ist ein verzögerter Burst. Super weird. Und was haben wir noch? Aha, okay. Also lädt sie kurz auf und schießt dann dauerhaft oder was? Interessante Waffe auf jeden Fall. Also die ist halt komplett anders als... was man sonst so bekommt. Okay, nice. Direkt gekillt. Scheiße. Okay, ja, ja, da muss erst mal auf Klacke. Das ist eine ganz weirde Knarre. So, mal gucken, mit wem wir hier im Heli mal eine Runde Gas geben können. Oh. Ja, ich spiele das übrigens jetzt auf Ultra, allerdings leider nur in 1080p gerade. Oh, ich bin dead. Nice. Gruß geht raus, wer auch immer den Heli geflogen hat. Ich krabbel hier mit irgendeinem erstmal unter durch. Oh, für einen Assist hat's gereicht. Alter, braucht die lange zum Nachladen, Junge. Okay, die Pistole ist sehr nice. Okay, nice. Erster Messerkill. Ja, dann baue ich hier doch nochmal die AN rein. Warte mal. So, dann gucken wir mal. Oh, die ist nice. Oh mein Gott, die ist nice. Oh, den zweiten hätte ich auch sau gerne gekriegt, lol. Das war gar nicht mal so unstabil. Sechster. Ganz stark, ganz starke Nummer. Niemals. Ja, nice, nice, nice. So will ich das sehen. Ich gewöhne mich dran. So, dann wechseln wir mal auf Burst. So für Midrange. Also eigentlich hat man eine Close Range, eine Long Range und so eine Midrange Option im Grunde genommen. Ich will mal drinnen kämpfen. Ich habe hier drinnen das Gebäude noch gar nicht richtig gesehen. Okay, oh, lieber auf Full Auto. Oh ja, da ist das Problem mit der Aufladezeit. Hier drin werden wir jetzt nochmal die Shotgun spielen. Ihr könnt mal liken, wenn ihr Throwing Knife Montagen sehen wollt. Wenn die Season rauskommt, wird es wahrscheinlich ein paar nice Messerkills geben. Okay, vom Fallschirm mit der Shotgun, das hatten wir auch noch nicht. Gefällt mir, gefällt mir. Vergiss es, mein Freund. Shield Boy. Boah. Man sammelt die aber nicht wieder ein, wa? Ah, vielleicht kriegt man die aus der Munikiste, dann ist ja ein... Oh, man kriegt sie sogar mit Pouches. Endless Knife Kills confirmed. Das ist geil, das heißt eigentlich mit jedem Kill kriegst du wieder ein neues Messer. Muss halt nur die Pouch einsammeln und nicht das Messer selber. Feier ich. Oh, jetzt kommt A3. Das Wurfmesser ist richtig geil.
Die Döner-Saison ist eröffnet. Ach, die Dinger kann man kaputt machen hier. Nice. Correct. Wo sind wir denn? LOL! Hinter der Wand? Ist ja geil. Muss ja einfach nur das Nachladen, wird nicht 1000 Jahre dauern. Ja, der Spot hier drin ist eigentlich ganz geil. Jo, die Pistol ist absolut nice. Außer man trifft nichts. Hat er nicht kommen sehen. Oh, ja, die ist tatsächlich richtig gut, die Knarre. Schade, aber immer noch der Beste bei uns im Squad, immerhin. So, nun kommen wir zu den Conquest-Runden. Es werden noch 2 Runden Conquest gespielt nach Breakthrough. Bin mal gespannt. Natürlich will jetzt hier keiner die Flaggen einnehmen. Ach du Scheiße, mein Junge, Alter. Was willst du denn? Haben sie dich schon rausgesniped? Würde mich mal interessieren, wie genau die Knarre noch ist. Die ist turbo genau. Die hat gar keinen Drop, krass. Oh, könnt ihr mal ein Auto holen? Oder ich hole mir einen Ranger. Ich hole mir lieber einen Ranger. Und dann rein. Vollautomatikmodus aktiviert. Oh, da habe ich gerade einen Moment gebraucht, um zu checken, ob es ein Feind ist. Ach, hier kann man komplett dran rumklettern, oder was? Ach, hier gibt es noch so einen Durchgang. Nice. Ich wollte nämlich noch sagen, Alter, das Gebäude ist so groß, aber irgendwie scheint die Fläche so klein zu sein, die spielbare, aber hier gibt es ja tatsächlich echt noch richtig geile weitere Areale. Geil, Nomad. Fängt auch an, mir zu gefallen. Braucht jetzt auch nicht so lange zum Nachladen. Wieso haben wir diese Flagge hier nicht? RIP! Stabile Landung, Bruder. Habe ich zu viel getrunken oder was? Hä? Na lol. Ich hasse das Wurfmesser. Ah, oh, die ist geil. Die kann man gut spielen. Das ist ein richtig schönes LMG, mit dem man auch ein bisschen pushen kann. Wobei hätten sie bei der Gelegenheit eigentlich auch noch das Sturmgewehr reinpacken können. Nice, nice. Stimmt, Alter, wir haben die Slugs noch gar nicht ausprobiert. Ja, dann muss er die komplett durchwechseln. Das ist natürlich krass. Schade, im Loser-Team. Das ist nicht cool. Oh, oh, oh. Die holen sich jetzt C. Ja, es wäre nice, wenn der Mate halt auch was erschießt, aber muss er natürlich nicht. Okay, alles klar. Die ist völlig insane, die Shotgun. Jo, die ist völlig insane, die Shotgun. Völlig insane. Alles klar. Slugs sind the way to go. Lol. Alter. Ja, Alter, das geht ja gar nicht. Alter, die Slugs sind really broken. Entschuldigung. Oh, das neue Cheese-Loadout. Die Knarre, Wurfmesser, let's go. Das ist ja völlig absurd. Doch, gefällt mir. Also jetzt so nach 1-2 Runden und ich finde die auch im Conquest noch ein bisschen besser. Ist jetzt natürlich vielleicht ein ohne Munikiste. Was für eine Legende. Oh, geil, noch ein Ranger dazu. Let's go. Wir sind am Start. Das sieht gut aus. Bin Dritter. Sehr geil. Na doch, gefällt mir gut. Die Map ist cool. Die Waffen machen Spaß. Bisschen übertrieben, die Shotgun auf jeden Fall. Man kennt's.
Wirklich dann in den Siege Mode Y. Sehr geil. Okay, das ist dann die Fahrgeschwindigkeit. Interessant. Ah, der bleibt auch stehen, wenn er hochfährt. Alles klar, nice, nice. Da ist dann also auf jeden Fall ein relativ leichtes Ziel dann in der Zeit. Ja, der bleibt komplett stehen. Für einen kurzen Augenblick. Krass. Ah, nice. Wow, die hocken da einfach drauf. Ach so, mit der Knarre killt man Panzer. Okay, immerhin konnte ich mir jetzt einen Eindruck von dem Panzer machen. Der ist auf jeden Fall nice. Lol, das kann man zerböllern hier. Das ist ja geil. Okay, also nicht mit allen Waffen natürlich. Die freuen sich bestimmt alle über diese tolle Shotgun. Was ist das hier? War das der Fahrstuhl, Alter? Ist jetzt Mittagspause oder was ist das für ein Gong? Diese Slug-Shotgun, ey. Und gucken wir nochmal ein bisschen in die AN-91 weiter rein. Das war bisher, glaube ich, echt die beste Knarre. Jo. Das hier ist eine ganz geile Ecke. Hier kommt man relativ zügig von A nach B. Man kann schön in Ruhe explodieren und sterben von irgendeinem Anti-Tank. Irgendwas. Warum auch immer Battlefield-Zeug. Doch, finde ich gut. Treff ihn einfach nicht, Alter. Scheiße. Naja, mit der AN geht's. Finde ich cool, dass man die gesamte Außenwand hier zerstören kann. Junge, lass mich doch kurz meinen Kill feiern. Ja, legt euch wieder hin, Jungs. Papa ist ja da, um euch zu helfen. Sechsfach. Oh yeah, baby. Okay, das ist super gewöhnungsbedürftig. Ist wie eine ganz weirde Sniper. Check immer noch nicht den Drop. Digga, das Ding ist einfach wirklich ein Laser. Ah ja, genau. Letzte Match. Ja, also erster Eindruck auf jeden Fall. Ich hab Spaß. Wir sind sogar Zweiter geworden. Nice. Und ich bin Dritter im Team. Passt. Ja, also Waffen sind cool. Die Map ist nice, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das spielt. Man kann das bei solchen Events immer, finde ich, schwer einschätzen, wie es dann wirklich im Live-Game läuft, weil machen wir uns vor, hier sind lauter Content-Creator, die alle irgendwie Video-Content machen wollen und versuchen natürlich übel reinzuschwitzen. Da ist Battlefield im normalen Fall doch deutlich mehr casual als das hier. Ich habe mich aber gut amüsiert und ich glaube schon, dass die Season Spaß macht. Der wichtigste Faktor ist allerdings, wenn die Klassen kommen. Ich glaube, das wird der große Unterschied dann sein von dem Game. Und ich hoffe, dass sie das gut hinkriegen, dass dann ein richtiges Battlefield-Feeling aufkommt. Aber das müssen wir abwarten. Ich bin gespannt. Wenn der Patch kommt, werden wir es auf jeden Fall auf Twitch oder YouTube mal live spielen. Und dann gucken wir mal weiter. Tschüss.